Hallo, hier ist die Anna von Living Active. Wir sind hier am Sauerstand und bei mir steht der liebe Björn und erzählt mir jetzt was über die SL5 Limited Edition. Ja, grüß dich Anna. Das ist eine unserer IWA-Neuheiten dieses Jahr, die SL5. Limitierte Edition, auf 100 Stück limitiert. Kommt standardmäßig in Schaftholzklasse 8 mit einer tollen Gänsegravur und vereint die tollen Vorteile der SL5. Komplett aus Metall gefertigt, sämtliche Systemteile, kein Kunststoffteil verarbeitet, mit einer echt schönen neuen Sonderedition. Sehr schön. Es ist ja ein Selbstlader. Hast du da auch selbst gute Erfahrungen damit gemacht? Ich führe jetzt selbst seit knapp 2 Jahren, seitdem wir die Waffe gelauncht haben, die Waffe. Bin super begeistert und muss sagen, sei es Wachteljagd in Serbien, in Kroatien, sei es die Taubenjagd zu Hause, die Jagd auf Krähen. Meine Bockflinte habe ich seitdem nicht mehr in die Hand genommen. Es ist einfach der Wahnsinn, die Flinte. Wir nennen es selbst Shootability. Man muss es mal erlebt haben. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, probiert es aus. Es ist wirklich ein ganz tolles Gewehr. So, Björn, jetzt stehen wir vor der neuen Sauer 404. Erzähl uns doch mal bitte was davon. Genau, das ist die 404 Argolift. Die haben wir in Dortmund das erste Mal gezeigt. Habt ihr ja vielleicht dort schon gesehen. Der klassische Eleganceschaft von uns, der bewährte Nussbaum-Maserholz in den Klassen 5 bis 11. Und als weiteres tolles Feature jetzt seit der IWA auch für unsere Select-Schäfte diese bewährte höhenverstellbare Backe. Wenn ihr es mal ausprobiert habt, es ist der Wahnsinn. Ich habe, seitdem ich eine höhenverstellbare Backe selbst führe, habe ich kaum noch mit einem Repetierer ohne geschossen. Zum einen für die Drückjagd, du hast eine viel, viel schnellere Zielerfassung und eben ein weiterer toller Vorteil. Du bist viel, viel sicherer, stabiler im Schuss, weil dein Kopf ruht einfach ganz ruhig auf der Schaftbacke, auf dem Schaftrücken. Und das bietet dir deutlich mehr Sicherheit im Schuss und ist eine tolle Sache. Super. Sag mal, was hat es denn mit dem Magazin auf sich? Genau, da hast du schon völlig richtig hingeschaut. Das ist eine weitere IWA-Neuheit. Das ist jetzt ein 8-Schuss-Magazin, ist optional für alle Standardkaliber ab August 2019 verfügbar und schafft dann die notwendigen Reserven für die Drückjagd als Zusatz. Sehr schön, Dankeschön. Danke dir.